Hallo und herzlich willkommen zum Aschermittwochs-Webinar von Faszination Allergologie. Wir fragen Experten. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Christian Schwager und ich bin der kreative Kopf von Faszination Allergologie. Wenn Sie mehr über uns und unser Projekt erfahren wollen, so besuchen Sie uns doch auf www.faszinationallergologie.de. Dort finden Sie eine Übersicht über unsere nächsten Gäste, die bisherigen Aufzeichnungen der Webinare sowie nützliche Karrieretipps unserer Experten. Aber nun zum heutigen Webinar. Aus dem Vorgespräch mit Professor Hammelmann weiß ich bereits, dass Sie heute ein sehr spannender Vortrag erwartet. Diesmal zum Thema Prävention von Allergie und Asthma. Danach können Sie bei unserem Case of the Day wieder Ihr Wissen unter Beweis stellen. Zum Abschluss der Sendung können Sie dann mit unserem Gast und unseren Moderatoren über die Themen sprechen, die Sie interessieren. Zum Beispiel die Karriereentwicklung in der Allergologie. Nach dem Webinar haben wir zudem noch eine kleine Evaluation. Und hier würden wir uns wirklich sehr freuen, wenn Sie diese nutzen, um uns ein Feedback zu geben und uns Ihre Wünsche und Ihre Bedürfnisse mitzuteilen. Einen Ihrer Wünsche, und zwar die spätere Startzeit des Webinars, haben wir bereits umsetzen können, wie Sie heute bereits gemerkt haben. An weiteren Wünschen arbeiten wir sehr intensiv. Dann ganz kurz noch zur Interaktion. Wie können Sie mit uns interagieren? Und zwar ist ja die Interaktion ein zentraler Bestandteil von Faszination Allergologie. Und wenn Sie eine Frage haben oder eine Information oder gern einen Kommentar loslassen möchten, schreiben Sie uns bitte in den FAQs. Sollte bei Ihnen dieses FAQ-Panel nicht da sein, klicken Sie bitte hier unten auf dieses kleine Symbol Chat, damit sich das FAQ-Panel wieder öffnet. Nun möchten wir als erstes von Ihnen noch ganz kurz wissen, welchen Status haben Sie denn? Sind Sie vielleicht Student, Facharzt in Ausbildung, Facharzt, Wissenschaftler, MFA, MTAF, PTA oder fallen Sie vielleicht in keine dieser Kategorien, weil Sie vielleicht Oberarzt oder schon Professor an einer Universität sind? Ich freue mich über Ihre Abstimmung. Die ersten Antworten gehen ein. Sieht noch sehr, sehr gemischt aus. Ich warte noch ein bisschen, bis wir diese Umfrage dann schließen. So, einen kleinen Moment haben Sie noch und dann würde ich diese Umfrage jetzt gleich schließen. Und zwar sieht es so aus, dass der Großteil Fachärzte sind und Fachärzte in Ausbildung, danach die nächste Gruppe, dann haben wir Wissenschaftler, 15% Studenten und 4% MFAs und niemanden, der in keine dieser Kategorien fällt. Okay, damit kommen wir nun zum Werdegang unseres heutigen Gastes, Professor Eckhard Hammelmann. Das Spannende ist, Professor Hammelmann stammt aus einer Arztfamilie und schon sein Vater, Professor Horst Hammelmann, ist ein erfolgreicher und bekannter Chirurg. Auch der Bruder von Professor Eckhard Hammelmann, Privatdozent Dr. Wulf Hammelmann, ist Chirurg geworden. Wie wir wissen, ist Professor Hammelmann Pädiater und kein Chirurg geworden. Aber auch die Pädiatrie war nicht sein eigentlicher Berufswunsch. Und damit haben wir die nächste Frage an Sie. Was war denn eigentlich die Fachrichtung, die Professor Hammelmann eigentlich gehen wollte, in welcher er arbeiten wollte? War das vielleicht die Chirurgie, die Augenheilkunde, die Gynäkologie, die Neurologie oder vielleicht die Orthopädie und Sportmedizin? Ja, die ersten Antworten gehen ein und ich sehe viele, viele richtige. Ist natürlich auch eine schwierige Frage, man weiß es nicht. Man kann jetzt ganz klar nur raten und hoffen, dass man richtig liegt. Ich warte noch einen kleinen Augenblick und dann würde ich auch diese Umfrage schließen. So, die Umfrage ist nun geschlossen und das Ergebnis ist, 27% sind für die Gynäkologie, jeweils 23% für die Neurologie und Orthopädie und jeweils nochmal 14% für Chirurgie und Augenheilkunde.
Und die richtige Antwort an der Stelle ist Orthopädie und Sportmedizin. Das ist die eigentliche Fachrichtung, in der Professor Hamelmann arbeiten wollte. Okay, dann ganz kurz noch zurück zu seinem Werdegang. Eckart Hamelmann begann sein Medizinstudium im Jahr 1985 an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel und promovierte dort 1992 zum Thema die Rolle der MHC-Klasse-2-Moleküle bei der Abstoßungsreaktion nach allogener Knochenmarktransplantation. Danach wurde er Assistenzarzt an der Universitätskinderklinik in Kiel. Und jetzt kommen wir zur nächsten sehr, sehr spannenden Frage, wie ich finde. Warum ist denn Professor Hamelmann denn letztlich Allergologe geworden oder wie kam er denn zur Allergologie? Vielleicht, weil er auf einer Studentenparty die damalige Studentin oder Fachärztin Professor Wurm getroffen hat und sie sich nett miteinander unterhalten haben und sie ihm diese tolle Thematik, dieses tolle Fachgebiet schmackhaft gemacht hat. Oder traf er im Spanienurlaub beim Weintasting auf Professor Thomas Werfel und dieser konnte ihn von der Allergologie überzeugen. Oder vielleicht lernte er über die Schwangerschaftsgruppe seiner Schwester Professor Harald Renz kennen und dieser machte ihm die Allergologie schmackhaft. Oder vielleicht hatte er auch ein langes, gutes Gespräch mit unserem Moderator Professor Jörg Kleinetebbe im Kegelverein, der ihn dann von der Allergologie überzeugen konnte. Ich bin auch hier wirklich sehr gespannt auf Ihre Antwort. Die ersten Antworten gehen ein. Das ist eine reine Frage, wo man nur raten kann. Das ist keine Wissensfrage, glaube ich. Dennoch sehe ich einige richtige Antworten und ich bin gespannt, wenn ich die Umfrage gleich schließe, wie denn der Endstand so aussieht. Ich warte noch ein kleines bisschen und würde dann die Umfrage schließen. Und zwar jetzt. Damit kommen wir zum Ergebnis. Und zwar sind 39% für das Gespräch mit unserem Kegelbruder Professor Jörg Kleinetebbe, 25% für das Weintasting mit Professor Werfel, 21% für die Schwangerschaftsgruppe und Professor Harald Renz und 14% für die Studentenparty mit Professor Margitta Wurm. Die richtige Antwort in dem Fall wäre C, die Schwangerschaftsgruppe. Nun, es war wirklich der reine Zufall, dass die Schwester von Professor Hamelmann mit der Frau von Harald Renz in einer Schwangerschaftsgruppe war und darüber Harald Renz kennenlernte, der ihm sozusagen auch die Allergologie schmackhaft machte. Was Harald Renz oder Professor Harald Renz aber auch sagte, weil nämlich Eckart Hamelmann wollte gerne ins Ausland gehen, in die USA, nach Denver und Professor Renz sagte, Denver ist tot, komm doch lieber zu mir, lieber Eckart. Dennoch entschied sich Eckart Hamelmann dagegen und machte zunächst von 1993 bis 1995 einen Auslandsaufenthalt in den USA. Dort forschte er am National Jewish Medical and Research Center beim legendären Irving Gelfand und durch ein weiteres Stipendium der American Academy of Allergy and Immunology konnte er seinen Aufenthalt bis 1997 sogar noch verlängern. Professor Hamelmann wäre auch noch gerne länger geblieben, jedoch wurde seine Frau krank und verstarb dann leider Gottes auch. Und da er unter diesen Umständen mit seinen 3 Kindern nicht länger in den USA bleiben wollte, verschlug es ihn zurück nach Deutschland und er ging als alleinerziehender Vater dann an die Charité zu Professor Wahn. Dort wurde er zunächst Assistenzarzt und managte parallel Forschung, Klinik und 3 kleine Kinder. Im Jahr 2002 habilitierte er dann zum Thema immunologische Ursachen bei der Entstehung der allergischen Atemwegsentzündung. Danach wurde er Oberarzt in der Klinik für Pädiatrie an der Charité und in dieser Zeit hatte er auch seine erste Professur für die pädiatrische Allergologie an der Humboldt-Universität in Berlin. Außerdem wurde er zum stellvertretenden Klinikdirektor der Klinik für Pädiatrie mit dem Schwerpunkt Pneumologie und Immunologie an der Charité in Berlin. Danach ging er nach Bochum und wurde zum Ordinarius für Pädiatrie und der Klinikdirektor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Im Jahr 2014 dann wurde Professor Hamelmann schließlich Chefarzt der Kinderklinik in Bielefeld und seit letztem Jahr ist er auch dort der ärztliche Direktor.
Professor Eckart Hamelmann hat eine unglaubliche Publikationshistorie. Er konnte bis heute über 300 Publikationen veröffentlichen, davon 134 als Erst- oder Letztautor. Außerdem erhielt er diverse Preise, wie zum Beispiel den Research Award der American Academy of Allergy, Asthma and Immunology oder den Research Fellowship der Pharmacia Allergy Foundation. Außerdem gelang es ihm, 36 Buchbeiträge zu veröffentlichen und er nennt auch 3 Patente sein eigen. Nun hoffe ich, dass Professor Eckart Hamelmann hier ist bei uns und ich begrüße ihn. Und sag einmal Hallo, Professor Hamelmann. Guten Abend in die ganze Runde. Ich sehe jetzt hier 3 Personen, aber es sind andere sozusagen im Off und hören wahrscheinlich zu und können sich beteiligen über Chat. Genau. Also prima, sehr schön, dass es geklappt. Tut mir leid, ein bisschen meine Verspätung, bitte ich zu entschuldigen. Also ich habe eigentlich von Anfang an zugehört und habe mit Schmunzeln die Fragen, die waren ja nicht abgestimmt mit mir, gesehen, wie... Wusstest du das, Jörg, dass mein Werdegang so war? Ja, es gibt Überraschungen. Aber jetzt können wir loslegen. Genau, also wir sind sehr froh, dass Sie hier sind, Professor Hamelmann. Und Sie haben uns ja auch ein Vortragsthema mitgebracht. Allerdings würden wir gern mit einer Frage zuerst starten. Mhm. Und zwar, was fasziniert Sie denn an der Allergologie am allermeisten? Können Sie das ganz kurz zusammenfassen? Das kann ich tatsächlich zusammenfassen. Ich glaube, das Faszinierende der Allergologie ist auch das Gefährliche an dem Fach und das Schwierige. Es ist eben ein Fach, was nicht in einer Fachrichtung besteht. Es ist ein interdisziplinäres Fach, es ist ein interprofessionelles Fach. Es ist ein Fach, was ganz vielfältig ist und nicht nur ein Organ oder eben eine Fachrichtung betrifft, sondern hier sind Pädiater, Dermatologen, HNO-Ärzte, Pneumologen, Labormediziner, Grundlagenforscher beteiligt und beschäftigen sich sozusagen mit einer Systemerkrankung und das macht es super spannend. Wir werden nicht aufhören, neue Dinge zu entdecken und auch spannende neue Patienten zu sehen und uns mit vielen Leuten auseinanderzusetzen und das finde ich ist besonders reizvoll an diesem Fach. Ja, vielen Dank. Sie haben uns einen ganz tollen Vortrag mitgebracht. Wir schalten uns jetzt weg als Moderatoren, überlassen Ihnen die Bühne alleine. Sie können einfach, wenn Sie jetzt auf die Folien klicken, weiterklicken und wir freuen uns. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, wunderbar. Gucken wir mal, ob ich das hinkriege. Hier sind tatsächlich Folien. Ja, das ist mein Vortragstitel. Ist das jetzt schon groß genug? Muss ich da irgendwas klicken? Nein, ich muss jetzt einfach weiterklicken. Ne? Der ist jetzt für Sie alle zu sehen. Ich wollte ein bisschen, wir haben ja nicht so viel Zeit, ein bisschen was über Allergieprävention, primäre Strategien sagen. Habe hier ganz kurz meinen Conflict of Interest der Ordnung halber aufgestellt. Der Vortrag heute hat allerdings keinen Industriebezug, sondern ist allgemein gehalten. Ich bin Pädiater und warum interessiert uns Pädiater das besonders, das Thema, weil eben in einer normalen Kinderarztpraxis jedes dritte bis vierte Kind heute mit Allergien auftaucht und deswegen für uns Pädiater das immer noch die häufigste und eine der täglichen Herausforderungen darstellt, häufigsten Krankheitsbilder in unserem Bereich. Wir haben lange vom atopischen Marsch gesprochen, das ist eigentlich überholt, aber ich zeige Ihnen das aus einem guten Grund nochmal. Das ist so ein bisschen der Gedanke gewesen, dass sich Allergien entwickeln, auseinander, übereinander, miteinander. Ein erstmal immunologisch gesehen naives Neugeborenes ohne Allergien. Tatsächlich hat man in der Neonatalzeit keine Allergien, kann auch oder zeigt auch keine Arzneimittel. Über Reaktionen in den ersten Wochen. Das entwickelt sich dann erst im Säuglingsalter, also sozusagen bis zu den ersten 12 Monaten. Da ist das vorherrschende erste Krankheitsbild die atopische Dermatitis. Oft oder etwa bei einem Drittel der Patienten mit verknüpft mit einer Nahrungsmittelallergie. Später kommt es dann bei den schweren Atopikern zu eben obstruktiven, rezidivierenden Bronchitiden oder einem frühkindlichen allergischen Asthma. Das kann man zunächst nicht auseinanderhalten, ob es virusinduziert ist oder wirklich schon mit Allergien zusammenhängt. Und dann gibt es die allergische Rhinitis. Und da sehen Sie schon, das ist so ein bisschen anders als der atopische Marsch, wie er gelehrt wird. Da sagt man immer, dass die oberen Atemwege runtergehen auf die unteren. Das ist eigentlich überholt, diese Sichtweise. Man weiß aber heute, dass eben gerade die atopische Dermatitis eine besondere Eintritt
Einsatzpforte ist für diese anderen Erkrankungen der respiratorischen Allergien. Und Sie können sich merken, 75% aller Patienten mit einer schweren atopischen Dermatitis in den ersten beiden Lebensjahren haben später Asthma und oder Allergie und oder allergische Rhinitis, also sehr häufig. So einen ganz kurzen Überblick, was angedacht ist, was möglich ist zur primären Prävention. Wenn wir jetzt sagen, primäre Prävention von atopischer Dermatitis, was ist da im Moment modernes Konzept? Da geht es um die Basispflege. Wir wissen ja, die atopische Dermatitis ist eine Barrierestörung, insbesondere eben dadurch gekennzeichnet, dass allergene Toxine besser eindringen können, Wasser verlustig geht. Das sind letztendlich die beiden wesentlichen Merkmale der Erkrankung. Eine chronische Entzündung der Haut und eben eine chronische Trockenheit der Haut. Deswegen ist die Idee, dass man eben durch eine starke Rückfettung möglichst im ersten Lebensjahr oder in den ersten Lebensmonaten von den besonders betroffenen Risikogruppen verhindern kann, dass vielleicht eine Neurodermitis entsteht. Und das ist jetzt nicht animiert, da wäre dann dieser Bubble ein bisschen später gekommen. Da gibt es jetzt die ersten kleinen Pilotstudien, die sehr positiv gelaufen sind, wo man das Gefühl hatte, ja, die atopische Dermatitis kann da zurückgedrängt werden. Allerdings gab es jetzt große Studien hier aufgeführt, diese BEEP-Studie zum Beispiel und hier diese Pebble-Studie, die wirklich an mehreren Hunderten bis Tausenden Kindern mit entsprechenden Präventionsstrategien versucht haben zu gucken, ob so eine frühe Fettung der Haut zur Verhinderung der atopischen Dermatitis führt. Das konnte hier nicht nachgewiesen werden. Ich glaube, wir sind da noch nicht am Ende. Wie immer mit diesen Dingen, wie auch bei den Probiotika, ist die Frage des Timings, der Kinetik richtig, es muss das richtige Zeug auf die richtige Risikogruppe zum richtigen Zeitpunkt aufgetragen werden. Also ich persönlich würde hier noch ein bisschen drauf setzen und denken, dass da in der Zukunft noch wieder Bewegung reinkommt. Ich zeige Ihnen hier mal eine Studie, wo wir in der Charité damals mit mikrobiellen Substanzen gearbeitet haben. Im Grunde aus der Maus heraus, weil wir gesehen haben, dass eben diese Liganden des Innate Immunsystems in den entsprechenden Kompartimenten des Immunsystems eben doch eine deutliche regulatorische oder TH1-Antwort produzieren. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen so zerhackte Darmbakterien, die eben typischerweise über die Tollak-Rezeptoren dann das Immunsystem des Darmes anstoßen und füttern das mal an Kinder mit erhöhtem Risiko in den ersten Lebenswochen und gucken, ob die atopische Dermatitis damit zurückzudrängen ist. Das ist sozusagen das Studiendesign. Zweiter bis sechster, bis siebter Lebensmonat wurden diese Lysate dreimal am Tag verabreicht und das sind dann die Endpunkte, die geguckt wurden mit einem Follow-up bis zu 3 Jahren. Primärer Endpunkt war Entwicklung einer atopischen Dermatitis mit 7 Monaten. Und das ist die Enttäuschung, die dann daraus gekommen ist. Das ist die gesamte Kohorte, aktiv schwarz, Placebo rot. Und das ist so eine Kaplan-Meier, 100% starten ohne atopische Dermatitis. Am Ende hatten wir in der gesamten Population in beiden Gruppen etwa 30% mit der atopischen Dermatitis. Das ist also sehr frustrierend gewesen. Aber jetzt, wenn man sich die Studienergebnisse mal aufgedröselt anguckt, sieht man, wenn es nicht beide Eltern betroffen waren mit einer atopischen Erkrankung, sondern die genetische Belastung ein bisschen kleiner war, also nur ein Elternteil betroffen war, dann konnten wir doch einen signifikanten Unterschied herausfinden. Vielleicht beeindruckt Sie das jetzt nicht so, aber immerhin, wenn Sie von 100 Kindern 10 davor bewahren können, dass sie eine atopische Dermatitis entwickeln, ist das für mich in meinen Augen ein sehr großer Erfolg. Das heißt, warum zeige ich Ihnen jetzt besonders diese Studie, anknüpfend an das, was ich davor gesagt habe, es ist total wichtig, dass wir die richtige Targetgruppe raussuchen, wenn wir über primäre Prävention nachdenken. Es wird nie das eine fürs alle geben. Es wird nicht die Stallstaubtablette geben, die dann verhindert, dass Kinder Asthma oder Allergien bekommen, sondern wir müssen hier sehr viel differenzierter nachgucken. Wir brauchen Responder-Analysen, wir brauchen vernünftige Forschung. Deswegen, dieses Feld hat gerade erst begonnen und da brauchen wir schlaue Leute, die mit viel Elan vorangehen und genau sich diesem Thema widmen und sagen, ich will herausfinden, mit welchen guten Ansätzen man genau bei welcher Patientengruppe, bei welcher Babygruppe sozusagen eine primäre Prävention durchführen kann. Also da ist das Feld noch zu bestellen und da können Sie noch viele New England Journal Paper schreiben, wenn Sie die richtigen Sachen finden. Das ist die Schlussfolgerung, die ich schon genannt habe.
Was kann man machen zur primären Prävention von Nahrungsmittelallergie? Jetzt mal eine Erfolgsstory. Das ist die diese Studie, die LEAP-Studie von der englischen Gruppe um Gideon Luck, der auch damals, als ich gekommen bin, noch in Denver gearbeitet hat. Der hat aber nicht gearbeitet, der ist morgens reingekommen mit seiner Tasche, hat einen ganz nervösen Eindruck hinterlassen, hat die TA kurz angeguckt und gesagt, Kathy, crazy day today. Can you please finish my Eliza? Total crazy day. Dann ist er rausgegangen, eine halbe Stunde war er da und dann hat die TA für ihn die Proben weitergemacht. Also auch das lernt man da. Rechtzeitig delegieren müssen sie lernen. Nicht alles machen, nicht die kleinste Pipette bedienen, sondern rechtzeitig Leute finden, die mit ihnen im Team arbeiten und dann ihnen helfen, die großen Fragen zu bedenken und nachzukommen. Also Gideon Luck hat eine tolle Karriere gemacht, hat diese LEAP-Studie gemacht und hat eigentlich gezeigt, dass man mit dieser Frühfütterung von Erdnuss bei besonders Risikokindern für eine Entwicklung von atopischen Erkrankungen hier zu einer deutlichen Verminderung, das ist jetzt wie gesagt durch die fehlende Animation leider nicht gut zu sehen, zu einer deutlichen Reduktion einer klinisch manifesten Erdnussallergie kommen kann. Dieses Phänomen ist immer noch richtig und ist immer noch gut, hat aber auch nicht generell funktioniert. Zum Beispiel, wenn man es jetzt mit Hühnereiweiß, also Hühnereiweißprotein probiert hat, hat das nicht erfolgreich geklappt. Das heißt, auch hier fehlt jetzt wiederum der generalistische Ansatz. Man kann das nicht überall machen. Auch hier muss man die Patienten sicherlich gut aussuchen und das Risikoprofil genau betrachten. Was kann man machen mit Kindern, die eine allergische Rhinitis haben, damit sie nicht ein Asthma bekommen? Das ist ganz wichtig. Das ist eine große Patientengruppe hier, dieser sogenannte Etagenwechsel, von dem man früher immer gesprochen hat, dass es von den oberen auf die unteren Atemwege untergeht. Das zeigt Ihnen das relative Risiko, wenn Jungen oder Mädchen bis im Alter von 6 Jahren bereits eine allergische Rhinitis haben. Wie hoch ist das Risiko im Vergleich zu einer nicht betroffenen Gruppe Asthma zu entwickeln? Da sehen Sie hier bei Jungs 3,6-fach, bei Mädchen 2,3-fach erhöht im Vergleich zu einer Normalbevölkerung. Also ein deutlicher, starker Risikofaktor für die Entwicklung von Asthma bronchiale. Wenn man das rückwirkend dann guckt in einer KV-Datensatz, das ist eine super spannende Arbeit, zeigt auch, dass man mit diesen Versorgungsforschungsdaten heute sehr, sehr gute Antworten finden kann. Man muss nicht alles in der Maus machen, man muss auch nicht alles in prospektiven klinischen Studien zeigen, sondern kann hier in vernünftigen oder klugen Versorgungsansätzen auch weiterkommen. Hier hat der Jochen Schmidt geguckt, was passiert, wenn man so eine KV-Datensatz sich anschaut und aufdröselt, Patienten, die eine allergische Rhinitis Diagnose bekommen haben und die dann eine Immuntherapie zusätzlich bekommen haben und die alle noch kein Asthma haben, dann sehen Sie hier den Unterschied in der Gruppe, die keine Immuntherapie bekommen hat versus die Immuntherapiegruppe, dass das relative Risiko, das Asthma zu entwickeln, dann rein aus diesen Kassendaten herauszufischen, mit auf 0,6 runtergeht. Das heißt, die Immuntherapie hier tatsächlich einen präventiven Ansatz ausübt in dieser Versorgungsforschung sozusagen. Das Ganze ist dann in einer prospektiven Studie, in der GAP-Studie untersucht worden. Das ist die Studie, wo eine Gräserallergie-Tablette untersucht wurde, um zu gucken, ob man hier tatsächlich das Risiko für die Entwicklung von Asthma reduzieren kann. Das ist leider schiefgegangen, aber ich finde, der primäre Endpunkt ist hier schuld. Nicht die Studie oder nicht die Idee dahinter, sondern der primäre Endpunkt, der gewesen ist, Zeitpunkt bis zum Auftreten der ersten Asthmasymptome. Aber was wichtiger ist, ist, dass Sie hier auf der rechten Seite sehen, die Patienten, die eben tatsächlich Asthma-Kriterien erfüllen, also zum Beispiel hier die Entwicklung einer pathologischen Lungenfunktion, typischen Auftreten von Asthmasymptomen und die Einnahme von Kortikosteroiden. Wenn Sie die Gruppen vergleichen, haben Sie einen Unterschied in der Immuntherapiegruppe von etwa 60% im Vergleich zu der Gruppe, die keine Immuntherapie bekommen hat. Prospektive, doppelblind, randomisiert kontrollierte Studie, also sozusagen der Mercedes unter dem Studiendesign, wird man nie wieder so machen können, weil die Ethik wird das nächste Mal Stopp sagen und wird sagen, kontrolliere es bitte gegen eine andere Immuntherapie und nicht gegen Placebo. Überlegen Sie, man hat die Eltern hier eingeschlossen, hat gesagt, wir geben Ihnen 3 Jahre Placebo oder Immuntherapie, um zu gucken, dass Asthmaprävention durchgeführt werden kann. Das heißt, die Patienten, die jetzt hier 3 Jahre Placebo bekommen haben, haben natürlich
3 Jahre diesen präventiven Ansatz verpasst. Ist also von der Ethik her sehr schwierig, aber war wahnsinnig wichtig, das mal zu zeigen und das zu überprüfen. Zeigt also, Immuntherapie ist präventiv. Dann können wir noch einen Schritt weiter gehen, einen Schritt weiter zurück und sagen, was ist eigentlich mit den Kindern, die aber noch gar keine respiratorische Allergie haben? Gibt es auch da Ansätze? Auch da gibt es theoretisch Ansätze. Hier eine ganz spannende Studie damals aus dem Immune Tolerance Network. Patrick Holt hat das damals gemacht, hat gesagt, wir nehmen Kinder und geben ihnen einen Mix aus Allergenen in die Nase rein, machen also sozusagen eine präventive Immuntherapie, bevor die überhaupt eine Sensibilisierung haben. Das ist hier das Studiendesign gewesen. 12 bis 30 Monate vom Alter wurden eingeschlossen. Dann bekamen die eben diese Mixtur aus Hausstaubmilbe, aus Katzenallergen und aus Gräserallergen, die wesentlichen Allergene, die dann eben eine Rolle spielen. Der primäre Endpunkt war Sensibilisierung oder Asthma mit 3 Jahren. Das Problem, was auftrat in dieser Studie, ist, dass dann in dieser Studienpopulation IgE hochging, gegen zum Beispiel auch Hausstaubmilbe, auch gegen Katze. Und man im FDA nicht zu der Einsicht gekommen ist, dass diese Entwicklung von IgE eine völlig normale Reaktion ist bei diesen Patienten, auch komplett ohne eine Immuntherapie stattfindet, weil es eben die normale Entwicklung in einer Hochrisikopopulation ist, bevor dann die Regulation, die regulatorischen T-Zellen einwirken. Und trotzdem hat man da kalte Füße bekommen, hat diese Studie letztendlich vorzeitig gestoppt und hat gesagt, wir haben Sorge, dass sich hier Allergie entwickelt durch diesen Prozess. Also hier für die jungen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt hier zuhören, super spannender Ansatz. Primäre Immuntherapie ist absolut noch nicht tot, ist noch nicht ausreichend untersucht, muss also nur besser gemacht werden. Der Graham Roberts hat das probiert auch nochmal in einer anderen Studie, hat hier nur mit Hausstaubmilben Allergen eine primäre Immuntherapie gemacht, 5 bis 6 Monate Hochrisikopatienten eingeschlossen, die noch einen negativen Skin-Prick-Test, also noch keine Sensibilisierung gemacht haben, hat Endpunkt gewählt, Hausstaubmilben, Gras oder Sensibilisierung gegen andere wesentliche Allergene oder hier eben Zeichen einer entsprechenden atopischen Dermatitis oder eines frühkindlichen Asthmas. Das ist hier das Studienergebnis. Man sieht einen kleinen Unterschied zwischen Verum und Placebo. Das heißt, man hat das Gefühl, in diesem Fall ist das hier der Anfall an gesamtsensibilisierten Patienten. Das war aber statistisch nicht signifikant, aber immerhin gab es das Signal, dass man hier mit 3 Jahren immerhin einen fortbleibenden geringeren Effekt geringere Anteile von sensibilisierten Kindern gesehen hat, die diese frühkindliche primäre Immuntherapie bekommen hat. Ich finde, es ist ein super spannender Ansatz. Neben der unspezifischen Immuntherapie, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, wo man eben zum Beispiel mit Bakterienlysaten das Immunsystem anregt, ist diese immunspezifische Form der Prävention sicherlich auch spannend. Ich hab ja nur 10 Minuten Zeit gehabt, habe sicherlich überzogen, fasse deswegen zusammen, was gibt es für interessante, gute Ansätze zur primären Prävention, was sicherlich richtig ist, vaginale Entbindung statt Sektio. Wir müssen die Sektionsraten in Deutschland wieder runterkriegen. Die sind bei 30%. Das ist viel zu hoch. Das ist klinisch-medizinisch gar nicht indiziert. Das sind alles Dinge, die entweder über das Management in der Entbindungsklinik oder über Wunschentbindungen sozusagen gesteuert werden. Aber die vaginale Entbindung hat eben zum Beispiel auch für die Allergieprävention ihren Sinn. Stillen für mindestens 4 Monate. Wenn es nicht klappt, HA-Formula, normales Impfprogramm, frühe Beikosteinführung, auch inklusive Allergen, nicht rauchen, ganz, ganz wichtiger Punkt, kein Übergewicht, geringe Emissionen, das sagen Sie mal jemandem, der in Wedding wohnt und da seine Zwei-Zimmer-Wohnung kaum bezahlen kann, der würde auch lieber im Grunewald wohnen, aber das funktioniert eben leider nicht immer, weniger Schimmel im Haus, genauso, da kann man natürlich ein bisschen was machen. Schwache Evidenz, Work in Progress, was ich gesagt habe, Probiotika immer wieder, seit Jahren ein Thema, immer noch nicht so, dass wir von der Evidenz überzeugt sind, dass wir es wirklich auch in der jetzigen, in der Revision, in der Präventionsleitlinie, die wir gerade zusammenschreiben, mit einer klaren, harten Empfehlung Typ A empfehlen. Hautbarriere stärken ist ein Work in Progress. Da gibt es noch eine Studie, die läuft jetzt gerade in Deutschland. Da rekrutieren wir gerade Patienten für. Wir gucken mal, was passiert. Frühfütterung, Nahrungsmittelallergie. Die Lieb-Studie war ein tolles, eine Hallmark-Studie und auch da müssen wir noch besser werden mit den anderen Allergenen, Kuhmilch, Hühnereiweiß und so weiter.
Das sind die wesentlichen Sachen. Dann, was ist noch sozusagen zu bedenken? Probiotika, Dosisdauer, Beginn und Bakterienart, Kombination, Probiotika, Präbiotika. Was kann man da noch alles machen? Hautbarriere, das Gleiche. Dosisdauer, Beginn, Kombination mit bakteriellen Immunmodulation, Frühfütterung, auch hier Zielgruppe besser definieren, mit oder ohne atopische Dermatitis, mit oder ohne Sensibilisierung und die unterschiedlichen Allergene etablieren. Das heißt, da ist noch wirklich viel zu tun. Sie müssen nicht die Sorge haben, dass die Allergologie tot ist, so wie mir das damals gesagt wurde, sondern die Allergologie lebt und ist ein spannendes Arbeitsfeld, auch wenn man jetzt mal so ganz klinische Dinge macht wie primäre Prävention. Vielen Dank erstmal für diesen Teil des Vortrages. Ganz herzlichen Dank schon mal für diesen Vortrag und ich finde es auch sehr schön, dass Sie sagen, die Allergologie lebt und das sieht man aktuell auch in unserem Chat. Also hier kommen gerade wahnsinnig viele Fragen rein und ich würde gerne mal direkt mit der ersten loslegen. Weiß man bereits, warum zum Beispiel eine Kuhmilchallergie im Kleinkindalter spontan wieder verschwinden kann? Ja, das weiß man natürlich nicht ganz genau, aber man versucht es zu erklären. Das ist ein eigentlich ganz normaler, typischer Prozess einer Immunregulation. Das heißt, alles das, was Sie sehen mit einer transienten Form von Nahrungsmittelallergie, Kuhmilch oder Hühnereiweiß als die typischen, ist eigentlich das, was wir alle erleben. Ja, wir alle haben mal irgendwann einen Erstkontakt mit diesem fremden Protein. Aber unser Immunsystem erkennt sehr früh und sehr schnell, dass ein Hühnereiweißprotein oder ein Kuhmilchprotein überhaupt nichts Schlimmes ist. Das heißt, wir entwickeln eine regulatorische Immunantwort, eine regulatorische T-Zelle schüttet vor allem Interleukin 10 aus und wir entwickeln T-Zellantworten, die uns daran hindern, dass wir eine wirkliche proallergische oder antientzündliche Immunantwort darauf entwickeln. Und ein kleines Kind, was erstmal sozusagen ein genetisches Priming hat für eine TH2-Antwort und dann eine transiente Kuhmilchallergie entwickelt, wird dann durch späteres Reifen des Immunsystems, durch eine Zunahme der regulatorischen Immunantwort im Vergleich zur TH2-Antwort in der Lage sein, dann eine sekundäre Regulation und Toleranzentwicklung durchzumachen, per se, also von alleine auch. Ja. Ich fange auch mal an mit den Fragen, die uns jetzt schon von den Zuschauern gestellt wurden. Es geht ja schließlich nicht darum, dass meine Moderatoren Neugier befriedigt wird. Wir haben eine Ärztin, die eine Patientenfrage weitergibt. 14-jährige, langjährige Reiterin mit endogenem Asthma, ohne allergische Sensibilisierung und symptomfrei seit 2 Jahren, möchte wissen, ob der Stallstaub sich doch auch langfristig negativ auf ihre pulmonale Situation auswirken kann. Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Erstmal möchte ich bei der 14-jährigen endogenen Asthmatikerin diese Differentialdiagnose ganz klar in Frage stellen und möchte Sie bitten, hier wirklich gut zu gucken. Es gibt natürlich auch noch versteckte Allergene. Es gibt heutzutage können wir mit diesen tollen Panels auch wirklich sehr viel breiter gucken als früher. Es ist ganz selten, dass wir mit 14 Jahren dass wir da Asthma haben ohne eine allergische Sensibilisierung. Also es lohnt sich da zu gucken. Das andere ist, natürlich ist Stallstaub ein Problem. Stallstaub macht auch so einen gewissen inflammatorischen Reiz. Also wir haben natürlich die sogenannten Pumps, ja, die dann auch über das Innate Immunsystem zu entzündlicher Antwort führen. Und da gehören natürlich auch sowas wie Schimmel. Deswegen hatte ich es in der Prävention und deswegen wird es in der Prävention Leitlinie genannt dazu. Und im Stallstaub ist einiges, was uns sicherlich auch so über die Atemwege zu einer gewissen Reizung des Immunsystems führen kann und zu Entzündungen, zu unspezifischer Entzündung führen kann. Auf der anderen Seite hat der Stallstaub natürlich über diese Pumps gerade die Möglichkeit, das Immunsystem zu triggern in eine nicht allergische Weise. Das ist letztendlich die Stallstaubtheorie der Allgäuer Bauernstudie. Ja, da sagt man, die Vielzahl der Immunstimulation, die sie dafür so ein kleines Kind haben, und das ist nicht die eine Mikrobe, die man dann isoliert aus dem Stall schaut, sondern das sind die vielen Pilze, Bakterien, Viren, Sporen,
Pollen etc., die Sie in so einer Bauernhofsituation haben, und zwar in der letzten Phase der Schwangerschaft und in der ersten Phase der Neugeborenenzeit, das macht die Immunstimulation, das macht die Immunregulation aus. Das ist die Diversität des auf das Immunsystem eindringenden Reizes. Und das ist natürlich dem Stallstaub beim Reiten auch nicht wegzunehmen. Also es ist eine schwere Frage, die kann ich persönlich nicht gut beantworten, weil ich denke, das ist eine individuelle Frage. Wie weit ist deine Allergie bei dieser jungen Dame, spielt da eine Rolle? Und wie weit verträgt sie das Reizen? Wenn sie da problemlos im Stall sich bewegen kann, dann würde ich sagen, mach weiter. Wenn aber irgendwo ein Zeichen einer Reizung in der Lunge ist und sie kommt dann mit einer vermehrten Mukusproduktion aus dem Reitstall raus, dann würde ich sagen, Vorsicht. Mhm. Es gibt ja noch eine weitere spannende Frage. Häufig ist es so, wenn man erwachsene Patienten behandelt, die kommen ja und sagen, ach, bringt eine Hypo noch was, bin ich nicht schon viel zu alt? Und einer unserer Zuschauer fragt, ob es in der kindlichen Entwicklung eine ganz besonders sensible Phase gibt, wo man besonders gut auf eine AIT anspricht? Das ist eine ganz tolle Frage und das ist natürlich sehr, sehr pädiatrisch und das freue ich mich, dass es die gibt. Und ich glaube, je früher, desto besser. Ja? Deswegen ist dieses ab 5 machen wir Immuntherapie, das ist eine reine Zulassungsgrenze, völlig klar. Ja? Das sind die Studien, die wurden da durchgeführt. Man darf jetzt hier gar nicht laut sagen, mach es bitte früher, weil früher wirkt es viel besser, weil es ist nicht zugelassen. Deswegen hat das keiner gehört, dass ich das gesagt habe. Aber ich glaube, für die Forschung, für das, was vor uns liegt, und je mehr präventiver wir denken, desto besser. Natürlich ist man... Ist es nicht aus psychologischen Gründen auch, dass wir erst mit 5 anfangen? Weil wir mit der Nadel immer gekommen sind, natürlich auch früher, ja. Das ist natürlich auch klar, willst du bei einer Dreijährigen nicht unbedingt monatlich mit der Spritze kommen. Auf der anderen Seite, ich habe 3,5-jährigen Immuntherapie subkutan gegeben. Und wenn die sich erstmal daran gewöhnt haben, das war eine super Freude, ja. Und ich habe eben nicht die zweite Saison gewartet, weil ich weiß, bei einer Familie, Mutter kommt schon so in die Praxis rein, Vater hustet, Kind hat eine Sensibilisierung vom Feinsten mit 2 Lebensjahren, da warte ich doch nicht 4 Jahre ab, bis ich endlich die manifeste Asthma-Geschichte vor mir habe, sondern ich sage, wir tun alles so früh wie möglich. Und die Frage ist also richtig und berechtigt. Das Immunsystem ist plastisch, wenn es jung ist. Und im ersten halben Lebensjahr fallen die Würfel für die Entwicklung der Endallergie. Das heißt, am besten wäre tatsächlich die präventive Immuntherapie im ersten halben Lebensjahr. Aber das ist Musik. Das müssen die jungen Leute hier machen. Das Thema müssen die lösen. Ja. Da werden wir dann wieder angesprochen. Eine Frage hätte ich noch, bevor wir zu dem spannenden Case kommen. Und zwar geht es genau auch um die Hyposensibilisierung und die Erfolgskontrolle. Und da fragt eine Zuschauerin, was Sie denn davon halten, zum Beispiel auch Marker wie spezifisches IgG4 als Erfolgsmarker zu nehmen. Auch da freue ich mich über diese Frage. Das ist etwas, wo ich jedes Mal wieder überrascht bin, wie schlecht wir da sind. Und da fasse ich mich an die eigene Nase. Ja, dass wir die Immuntherapie schon eine klare Idee haben, wann wir sie indizieren, wann wir sie und wem wir sie geben und dann auch mit was für Produkten wir arbeiten. Aber die Erfolgskontrolle, da sind wir nicht stringent genug. Also zumindest ich persönlich sage das mal jetzt für mich und ich glaube, vielen geht das auch so, dass wir nicht ein klares Scoring-System einsetzen und eine klare Abfrage auch nach bestimmten Zeitintervallen, dass wir wirklich gut kontrollieren. Das macht man natürlich in den klinischen Studien. Aber beim normalen Feldwald- und Wiesenpatient haben wir da nicht eine ausreichende, stringente und standardisierte Form, wie wir den Erfolg kontrollieren. Ich würde sagen, IgG4 ist eine schöne Idee, aber ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist der klinische Erfolg. Auch IgE ist nicht hilfreich. IgE bleibt hoch, IgG4 zeigt vielleicht, dass sie diese IL-10-Antwort, diese T-Reg-Antwort haben, aber ich glaube, das Entscheidende ist ein klinischer Score und da müssten wir einfache und gute Scoring-Systeme einführen. Vielleicht müssen wir dann nochmal, Jörg, wir reden gerade über die Immuntherapie-Leitlinie, vielleicht das Kapitel doch nochmal ein bisschen aufbohren und sagen, Responder-Kontrolle, das ist wichtig eigentlich. Und ich glaube, das würde auch wieder die Immuntherapie salonfähiger machen, weil man dann auch weiß, wer reagiert, warum reagiert er und wer reagiert nicht. Okay, super, vielen Dank. Wir haben jetzt hier zwar noch ein paar Fragen im Chat, aber ich denke, wir würden übergehen zum Case of the Day, weil auch da kann noch viel diskutiert werden. Wir schalten uns wieder weg, Professor Hamelmann, und starten jeweils bei Fragen auch kleine Umfragen, aber das sehen Sie dann jeweils. Okay, gut. Dann mache ich mal weiter, mal gucken, ob das klappt. Ja, da ist der Case.
So, jetzt kommt der Case, genau. Ja, zur Beratung kommt eine Mutter von bereits zwei Kindern. Sie ist schwanger in der 33. Schwangerschaftswoche. Vater und Mutter leiden an einer saisonalen allergischen Rhinokonjunktivitis, leichtes Asthma, Mutter mit atopischer Dermatitis, Geschwister beide mit atopischer Dermatitis und rezidivieren obstruktiven Bronchitiden. Also, das ist schon ein ordentliches Paket, was wir da haben. Die Frage, was raten Sie dieser Mutter, die jetzt zu Ihnen kommt und sagen, ich möchte eigentlich, dass das dritte Kind keine Allergie hat. Was raten Sie dieser Mutter zur Allergieprävention? Ziehen Sie auf den Bauernhof, schaffen Sie sich einen Hund an, vermeiden Sie den Kaiserschnitt, ernähren Sie sich mit weißem Seefisch, vermeiden Sie typische Allergene in Nahrungsmitteln, also zum Beispiel Erdnüsse und Baumnüsse. Die ersten genau. Antworten treffen auch schon ein. Es ist eine Mehrfachantwort möglich, das hätte ich vielleicht vorher auch noch dazu sagen. Entschuldigung, das hätte ich sagen müssen, ja genau. Beziehungsweise auch bei den nächsten Fragen, die noch kommen, ist es genauso. Es sind entsprechend Mehrfachantworten möglich. Ich würde noch ganz kurz warten, denn diese Umfrage schließen und dann schauen wir uns einmal das Ergebnis der Zuschauer an und auch, was die richtigen Antworten wären. Gib noch eine Sekunde, ich würde dann jetzt die Umfrage schließen. Und der klare Favorit mit 60% ist, vermeiden Sie den Kaiserschnitt, gefolgt von A, ziehen Sie auf einen Bauernhof. Ja. 10% würden noch gern sagen, schaffen Sie sich einen Hund an. 8% sind, vermeiden Sie typische allergene Nahrungsmitteln und 6% ernähren Sie sich mit weißem Seefisch. Ja, das ist interessant, ne? Also mit dem Bauernhof, das ist tatsächlich kaum sinnvoll, weil man muss dann da gelebt haben, am besten schon in der Schwangerschaft. Und das hilft auch nichts, wenn Sie auf einem schön renovierten Bauernhof in Brandenburg, wo Sie gerade sozusagen die Sanierung durchgeführt haben, leben, sondern Sie müssen da möglichst mit den Schweinen und den Hühnern und den Ziegen in der Küche hantieren. Das ist das Allgäuer Modell, die traditionelle Viehwirtschaft, wo Sie sozusagen mit dem Mang drin sitzen und möglichst wirklich Viehwirtschaft treiben. Es reicht also nicht die Idylle im Grünen. Deswegen ist das keine gute Empfehlung mit dem Hund, das ist spannend. Man weiß, dass man bei dem Hund natürlich die Diversität auch wieder verbreitert. Also es gibt eher auch Signale pro Hund, also im Sinne von Allergieprävention. Und wir sind auch so weit, dass wir sagen, wenn Sie einen Hund haben, müssen Sie keinesfalls den Hund abschaffen. Bei der Katze ist man da ein bisschen vorsichtiger. Aber dass man sagt, schaffen Sie sich aktiv einen Hund an, so weit sind wir auch noch nicht mit der Evidenz. Kaiserschnitt ist die Evidenz ganz klar. Da gibt es ganz klare Signale. Jetzt eine ganz tolle, große dänische Studie mit Hunderttausenden von Kaiserschnitt versus vaginale Extraktion. Studiendaten, wo man sieht, dass eben auch andere chronische Erkrankungen zunehmen durch den Kaiserschnitt. Und das andere ist tatsächlich der weiße Seefisch, Omega-3-Fettsäuren, das ist etwas Allergiepräventives und das können Sie den schwangeren Frauen empfehlen, sich selber damit zu ernähren und dann später das Kind ab dem 5. Lebensmonat und auch während des Stillens möglichst viel weißen Seefisch essen. Das ist also gut. Und ganz im Gegenteil, keine typischen Allergene vermeiden, sondern diese möglichst weiter essen. Sie müssen dem Immunsystem anbieten, das, was es später tolerieren soll. Ja, das ist wie im wahren Leben. Sie müssen das kennen, was Sie fürchten, damit Sie sehen, dass es nicht gefährlich ist. Das ist also hier auch so. Jetzt geht's weiter. Die Mutter hat ihr Kind bekommen, ist vaginal entbunden worden, hat alles richtig gemacht. Mit dem ersten Lebensmonat zeigt dieses Kind retroaurikulärer Garden, ein Wangenekzem. Die nächste Frage, die jetzt kommt, ist wieder, was kann ich denn tun, damit ich möglichst mit diesem Kind jetzt nicht weitere Allergieprobleme habe, damit es nicht ein Ekzem entwickelt oder Asthma. Was soll ich machen? Hier wieder die Fragen. Mehrfach Antwort möglich. Ziehen Sie wieder auf den Bauernhof oder bleiben Sie da? Stillen Sie möglichst das erste Lebensjahr durch. Cremen Sie das Baby jeden Tag mehrfach ein. Füttern Sie frühzeitig Erdnüsse oder erdnusshaltige Nahrungsmittel oder geben Sie Probiotika zur Darmsanierung. Auch hier mehrfach Auswahl möglich. So, die ersten Antworten sehe ich auch wieder, gehen schon ein. Ich würde die Umfrage noch ein bisschen offen lassen, dass wir auch alle Antworten einsammeln und dann würde ich diese gleich schließen und entsprechend wieder die Ergebnisse vorstellen. Ich gebe noch einen kleinen Moment Zeit und würde jetzt die Umfrage schließen. Dann schauen wir uns
die Ergebnisse gleich an. Diesmal würde niemand auf den vorschlagen, auf den Bauernhof zu ziehen. Das ist schon mal gut, das ist der Lerneffekt. Das ist schon mal ein erster Lerneffekt. Die häufigste Antwort ist, stillen Sie möglichst das komplette erste Lebensjahr, knapp gefolgt von cremen Sie das Baby jeden Tag mehrfach ein mit 32%. Dann mit 18% füttern Sie frühzeitig Erdnüsse und erdnusshaltige Nahrungsmittel und mit 14% geben Sie Probiotika zur Darmsanierung. Ja, und das ist die Antwort. Alles diese vier Dinge sind im Grunde richtig, aber auch nicht wirklich richtig. Also richtig wäre, stillen Sie 4 Monate komplett und Sie können gerne auch noch länger stillen. Und Brustmilch und Bruststillen ist natürlich toll und hilft auch fürs Bonding etc. Man sollte aber nicht voll stillen das erste Lebensjahr, sondern sollte eher mit einer frühen Einführung von soliden Nahrungsmitteln beginnen. Deswegen füttern Sie frühzeitig Erdnüsse und erdnusshaltige Nahrungsmittel ist tatsächlich richtig, aber nicht unbedingt vor dem 5. Lebensmonat. Cremen Sie das Baby viel ein, ist auch richtig, aber nicht mehrfach jeden Tag. Das kann man eigentlich kaum jemandem zumuten, es sei denn, dass die Haut wirklich sehr, sehr trocken ist und es dann auch sinnvoll ist, dann ist es eben die Hautpflege. Aber dieser präventive Effekt dieses frühen Eincremes ist noch nicht gezeigt. Deswegen würden wir es jetzt in die normale Empfehlung, in die praktische Empfehlung für die Eltern noch nicht reingeben. Geben Sie Probiotika zur Darmsanierung. Ja, das ist eine ganz schwierige Kiste. Also in einer kleinen Gruppe von Patienten, wo die Mutter eine atopische Vorbelastung hat und das Kind eine atopische Dermatitis entwickelt und eine Sensibilisierung gegen Kuhmilch im Raum steht, hilft eine frühe Gabe von Probiotika in der letzten Phase der Schwangerschaft und in der ersten Zeit des Stillens bei der Mutter beziehungsweise der ersten Zeit der Flaschennahrung dann in die Flasche gegeben. Da ist die Evidenz ganz gut, aber konnte auch nicht immer repliziert werden. Und sonst auf die Entwicklung von Asthma, allergischer Rhinitis, Sensibilisierung haben wir keine Effekte bisher mit Probiotika finden können. Das wird zwar überall verkauft, ist in jeder Flasche drin, aber das ist interessant. Hier ist tatsächlich evidenzfrei, mehr sozusagen der Markt hat hier gesiegt und nicht die Evidenz. Also das ist mal etwas anderes. Wir ziehen weiter. Das Kind ist jetzt 7 Lebensmonate alt, hat also jetzt sozusagen die Phase der ersten Säuglingszeit hinter sich, fängt jetzt auch an, schon mit Beikost gefüttert zu werden. Beikost ist also eingeführt. Jetzt steht die Mutter wieder bei Ihnen und das sind nicht nur die kleinen retroaurikulären Ragaden, sondern das Kind hat eine massive trockene Haut, hat eine schwere atopische Dermatitis und jetzt geht es weiter und die Mutter fragt, was soll ich jetzt machen? Wie kann ich jetzt hier weiter vorgehen? Wie kann ich meinem Kind helfen? Auch wieder mehrfach Angaben möglich. Cremen Sie das Baby jeden Tag ein, geben Sie zur Beikost mit typischen Allergenen, geben Sie Probiotika zur Darmsanierung, testen Sie auf die typischen Allergene, also so ein Screening-Test auf Nüsse oder andere Nahrungsmittel oder setzen Sie Steroide bei Ekzemschub ein. Ja, bin ich mal gespannt, was Sie jetzt sagen, was wir der Mutter empfehlen. So, die ersten Antworten, die gehen auch schon ein. Ich warte natürlich auch noch ein bisschen, bevor ich die Umfrage schließe, damit alle nochmal gründlich überlegen können, was wir denn so raten. Und nach einer kurzen Zeit würde ich auch dann die Umfrage gleich schließen. So, die Mehrzahl sehe ich, hat schon abgestimmt. Ich warte noch ein kleines Sekündchen und dann würde ich jetzt die Umfrage schließen und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Sehr gut durchwachsen, also der Großteil mit 26% würde das Baby jeden Tag eincremen. 25% würden auf die typischen Allergene testen. Weitere 23% geben Beikost mit den typischen Allergenen. 15% setzen dann die Steroide ein und 11% geben die Probiotika zur Darmsanierung. Ja. Das ist interessant in der Tat. Hier ist jetzt alles grün gekennzeichnet. Ja, sehen Sie mal. Also seien Sie nicht zurückhaltend mit Steroiden bei Ekzemschub. Setzen Sie das Richtige ein. 0,08% Triamin, Prednicarbat zum Beispiel in NRF. Das ist so eine klassische Mischung, die Sie auch bei
bei jungem Alter einsetzen können. Einmal täglich, ganz dünn, ganz wenige Tage. Besser als ein Kind in einem Ekzemschub zu lassen. Das kratzt sich auf. Das ist die, der Zirkulus geht dann weiter. Sie schädigen die Haut viel nachhaltiger, wenn sie nichts machen, als wenn sie einmal kurz Steroid draufgeben. Tägliche Grundpflege ist die wesentlichste Maßnahme, die Sie bei diesen atopischen Dermatitikern machen müssen, machen können. Natürlich gehört hier eine allergologische Diagnostik dazu. Das heißt, bei einem Drittel der Kinder finden Sie eine klinisch manifeste Nahrungsmittelallergie, bei einem weiteren Drittel finden Sie eine Sensibilisierung, ohne dass die später als klinisch relevante Nahrungsmittelallergie gekennzeichnet werden kann. Aber Sie finden auch eine Hausstaubmilbenallergie zum Beispiel. Nur bei einem Drittel der Kinder werden Sie keine Sensibilisierung finden. Das ist eben da ganz klar dieser atopische Formkreis. Die Probiotika, tja, ich meine, Sie stehen mit dem Rücken an der Wand, Sie können nicht viel machen, die Evidenz ist minimal. Die Therapie einer atopischen Dermatitis mit Probiotika wurde noch nie richtig gezeigt. Das heißt, hier hätte ich vielleicht auch Rot geben können, aber da ist man dann auch ganz schön weich und ist ein bisschen weiter weg von der Evidenz, weil man dann eben sagt, irgendwas muss ich dieser armen Mutter anbieten. Und die typischen Allergene in der Beikost geben Sie so lange, bis Sie ein Signal auf Unverträglichkeit oder eben einen klaren Hinweis in der Allergiediagnostik haben, dass die nicht vertragen werden können. Das heißt, machen Sie hier die Komponentendiagnostik gleich mit, gucken Sie sich bei den Nüssen eben die entsprechenden Speicherproteine an. Ich hatte jetzt gerade gestern, das hätte ich eigentlich auch wunderbar zeigen können, diesen Fall, eine Patientin Cashew getestet mit 2 Kilojoules pro Liter, die hat in dem Speicherprotein, das heißt ANAO3, glaube ich, ne? Jörg weiß das, ich glaube ANAO3, das Speicherprotein der Cashew-Nuss, und da hatte sie 1,9 Kilojoules pro Liter und haben wir sie provoziert und die hat massiv reagiert. Das heißt, verlassen Sie sich nicht auf den IgE-Titer. Wenn sie jetzt bei 0 gewesen wäre, dann hätten wir gesagt, Sie können Cashew essen, aber auch ein kleiner Titer hilft nicht immer. Vor einer Provokation müssen Sie dann eben trotzdem durchgehen, aber hier also alle Antworten mehr oder weniger richtig. Ich glaube, das war auch das Ende, oder? Ja, genau. Das Ende des kleinen Präventivfalles sozusagen. Ja, aber vielen Dank für den sehr interaktiven Fall. Das hat auf jeden Fall mal Spaß gemacht, mitzurätseln. Aufgrund der Zeit machen wir es relativ kurz. Es gibt noch eine Frage, die so ganz gut dazu passt. Und dann gehen wir mal in diesen persönlichen Nachwuchsteil, damit wir dann auch noch uns ein bisschen bewegen können. Und zwar war die Frage, die kam schon ganz am Anfang. Was halten Sie von den sogenannten Immunobons, den Bauernhoftabletten? Und lassen Sie mich noch ergänzen, glauben Sie, dass das irgendwann möglich ist mit einer präventiven Tablette oder eine Art Anti-Allergie-Impfung oder Ähnlichem, die Allergien auszurotten? Ja, wenn ich das wüsste, dann würde ich jetzt die Firma gründen und wäre bald Milliardär. Könnte man auch mit BioNTech machen. Aber ich glaube schon dran. Ich glaube immer noch, dass die primäre Prävention irgendwann uns auch erfolgreicher gelingt als bisher. Aber überlegen Sie mal, wie lange ich jetzt in der Allergologie rumwurschtel. Ja, seit 1993 bin ich da damals nach Denver gegangen, 97 zurück an die Charité, und primäre Prävention war immer irgendwie so ein Traum von uns und wir haben da immer drüber nachgedacht. Ich habe in der Maus das Allergieproblem schon so oft gelöst und dann habe ich irgendwann auch die Schnauze voll gehabt, um es mal ehrlich zu sein, weil ich gesagt habe, ich kann doch in der Maus mit fast jedem Compound das Ding lösen. Hast du es nicht auch mit dem Schweinebandwurm versucht? Ja, natürlich habe ich das versucht. Und das ging auch wunderbar. Das war der stärkste Effekt in der Maus, den ich je gesehen habe, war mit den parasitären Immunkomponenten. Da haben wir auch dann eben dieses eine Patent, was Sie da aufgerufen haben. Das ist tatsächlich mit einem parasitären Immunmodulator. Und ich glaube da auch dran. Das ist, der Wurm hat genau 2 Dinge im Leben zu tun. Lass den Wirt am Leben und verhindere, dass er mich abstößt. Also ein regulativeres Konzept als den Wurm gibt es gar nicht. Deswegen hat er dieses wunderbare Immunstimulanz, was regulatorische T-Zellen richtig anstößt. Und es fehlt uns noch sozusagen diese interaktive oder die intelligente Translation in die Klinik hinein. Wir haben das im Tierexperiment schon 1000-mal richtig gemacht und alles gelöst. Und bei Menschen sind wir eben sehr weit entfernt immer noch. Deswegen habe ich Ihnen diese PAPS-Studie gezeigt. Ich glaube, wir müssen viel, viel mehr noch auf die Target-Suche gehen. Was ist der richtige Patient? Was ist das, oder Patient nicht, sondern was ist die richtige Gruppe von Menschen, wo wir eine primäre Prävention wirklich erreichen können? Und dann gibt es nicht die Tablette für alle, sondern es gibt
sicherlich intelligente Konzepte für verschiedene Arten von Patienten. Da gibt es den Hautpatienten, da gibt es den Lungenpatienten und da gibt es vielleicht den Anaphylaktiker. Ich glaube, da gibt es verschiedene Konzepte. Das ist zwar eine Systemerkrankung, aber glauben wir doch bitte nicht, dass jeder Neurodermitiker und jeder Asthmatiker mit der gleichen Bauernhoftablette verhindert werden kann, dass er seine Erkrankung bekommt. Da gibt es viel zu viele endorgangenetische Prädispositionen für die Entwicklung von Asthma oder Neurodermitis, als dass es mit einem Konzept zu lösen sein. Also ich glaube, hier ist wirklich mehr ungelöst als gelöst, aber ich glaube, dass da gewaltiges Potenzial ist. Was halte ich von der Bauernhoftablette? Das ahnen Sie schon. Das brauche ich jetzt nicht zu beantworten, das haben Sie schon gehört. Okay, vielen Dank. Jetzt würden wir gerne zu dem etwas persönlicheren Teil kommen. Wir haben ja quasi am Anfang schon relativ viel über Sie und über Ihre Karriereentwicklung gehört. An dieser Stelle ist jetzt auch Raum für die Zuschauer, Fragen hierzu zu stellen. Also gerne, falls Sie Fragen dazu haben, einfach in die FAQs stellen. Ich hätte schon mal eine Frage an Sie. Als Sie damals nach Denver gegangen sind, das hat sich ja quasi tatsächlich über Zufälle entwickelt, dann Ihr Weg in die Allergologie. Mich würde mal interessieren, mit welchen Gedanken im Gepäck sind Sie da hingegangen? Hatten Sie einen Plan? Haben Sie gesagt, hey, ich ziehe das da jetzt durch, ich schreibe so und so viel Publikationen und danach mache ich eine Habil? Oder haben Sie gesagt, ach, das gucke ich mir jetzt erstmal an und schau mal, wo es hingeht? Wie waren Sie damals? Ja, das ist eine gute Frage und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt diese rosarote Brille auf habe und das alles total verklärt sehe oder ob ich mich wirklich noch erinnere, wie ich damals war. Ich war jung, ich war naiv, ich war ein völlig überforderter IEPler in der Kinderklinik mit zu Hause zwei kleinen Kindern, die uns auf Trab gehalten haben mit damals schon vielen Diensten und einer ziemlich angestrengten familiären Situation. Und ein Gutteil der Motivation, dahin zu gehen, war, ich muss erstmal raus aus der Klinik, das macht mich fertig hier, ja, mit diesen Diensten, mit dieser Belastung, mit diesen schreienden Babys zu Hause. Ich muss irgendwie nochmal wieder mehr ins Labor, wo man einfach seinen Kopf auch dafür hat, voranzugehen und Ideen zu entwickeln, Konzepte zu entwickeln. Ich hatte schon Lust auf Forschung. Ich habe ein halbes Jahr im Studium ausgesetzt für diese Doktorarbeit. Ich habe immunologische Doktorarbeit gemacht und ich fand diese Sachen toll. Damals, überlegen Sie mal, ich war mal in der Sommeruniversität, da haben wir über Zytokine gesprochen, da gab es IL-8 und das war aber auch alles, ja. Da ging das gerade los. Da hat man gerade, da war noch nicht mal die TH2-Zelle beschrieben. Ja, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Also so alt sehe ich aber auch aus. Danke, ich sehe das gerade. Also ich darf mal unterbrechen. TH2-Zelle, das ist 1986 gewesen. Ach ja. Ja. Das ist schon ein bisschen früher gewesen. Nein. Ich habe studiert 1984 und da gab es die TH2-Zelle noch nicht. Na ja. Das ist Tim Mossmann und Kaufmann, genau. Wir beide wissen das natürlich. Also und die erste Sommeruni, die ich mitgemacht habe, da gab es das noch nicht. Da haben wir gerade diese Interleukine, wurden da gerade neu nummeriert und neu benannt. Das war dann der T-Zell-stimulierende Faktor und so weiter, wurde plötzlich IL-2 draus. Naja, jedenfalls war die eine Motivation, dass man richtig Forschung macht, weil ich gesehen habe, in der Klinik, neben der Klinik kannst du keine vernünftige Forschung machen. Das verbietet sich. Was hat denn der Nachwuchs jetzt noch für Fragen? Ja. Herr Pickert, Frau Pickert. Ja, also ich sehe mich dann schon selber, nicht nur wegen der Frisur, wenn ich dann in 20 Jahren sage, dass in meiner Zeit die Innate Lymphoid Cells gefunden wurden. Ja. Aber egal, das ist dann später. Was mich schon im Vorgespräch sehr fasziniert hat und auch, es kamen schon ein paar Fragen dazu. Wir haben es ja anklingen lassen, weil es für uns ein wichtiges Thema ist. Alleinerziehender Vater, dann mit drei Kindern aufgrund einer tragischen Geschichte und dann zurück nach Deutschland, aber dann trotzdem die Doppelbelastung mit Klinik, mit Aufbau von einem neuen Labor und den drei Kindern. Wie schafft man das? Ja, das war keine heroische Geschichte und das ist eine Geschichte, wo ich auch, wenn ich die höre, eher Schwierigkeiten habe mit so etwas, weil ich dann auch ja Schuldgefühle habe zum Teil und mich frage, habe ich mich da überfordert, habe ich vor allem meine Kinder da zu sehr allein gelassen? Das war auch immer nicht lustig in der Charité, im Dreischichtsystem, in der Aufnahme und in der Neo-Intensiv und so weiter. Das ging natürlich nur mit einem tollen Support-System. Ich hatte
immer ein Au-pair-Mädchen. Ich hatte dann eine Pflegemutter, habe mich stark gezankt mit dem Bezirksamt und habe gesagt, ich gebe meine Kinder jetzt nicht zu einer Pflegemutter nach Hause, sondern ich habe hier drei Kinder und die kommt zu mir. Und das muss funktionieren so. Das muss irgendwie so klappen. Und das hat auch so geklappt. Das heißt, ich hatte eine tolle Kita, ich hatte ein tolles Au-pair-Mädchen oder viele, 5 oder 6 insgesamt. Ich habe 2,5 Jahre, nachdem ich da war, meine tolle zweite Frau kennengelernt, mit der ich jetzt verheiratet bin, die mit weiteren 3 Kindern dann nach 4 Jahren zusammengezogen sind, wo man uns endgültig für verrückt erklärt hatte. Und dann haben wir noch ein 7. Kind bekommen und das werde ich natürlich nie bereuen. Und das ist natürlich das Geheimnis, warum man das überhaupt schafft. Ja, es muss immer Leute geben, die einen da unterstützen. Und es war auch eine Unterstützung in der Klinik da, dass man dann auch mal ein halbes Jahr forschungsfrei bekam, wo man auch wirklich mal Anträge schreiben konnte, ein Labor aufbauen können. Mein Tipp an Sie ist, versuchen Sie ganz schnell diese Support-Systeme zu finden. Ein Riesenmeilenstein in meiner persönlichen Entwicklung war die erste Sekretärin, die ich mir leisten konnte, als ich mal genug Geld aus Drittmitteln zusammen hatte, um mir Sekretärin zu leisten. Das war super, ja, dass man endlich da diese administrativen Dinge abwälzen kann und jemanden hat, der einem Termine macht, Mails schreibt und so weiter. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man irgendwie so ein Netzwerk sich aufbauen kann, wo man dann eben auch Hilfen bekommt und sich gegenseitig hilft und nicht nur als Alleinkämpfer da durchtobt. Nur anders geht es nicht. Und natürlich geht es auch im Privaten nur, wenn man dann eben Leute hat, die einen toll unterstützen. Also im Team. Ja. Was gibt es noch für Fragen? Ja, hier kommt eine Frage von den Zuschauern. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, deshalb versuchen Sie es vielleicht kurz zu beantworten, Herr Hammelmann. Wie werten Sie die Novelle der Ausbildungsordnung zur nebenberuflichen Subspezialisierung Allergologie? Katastrophe. Okay. Das war kurz und ehrlich. Hätten wir in die schnelle Fragerunde mit aufnehmen können. aber bleiben wir mal noch ein bisschen bei den Tipps. Sehen Sie denn jetzt, wenn Sie ein bisschen zurückblicken, also bei den neuen Leuten, Sie haben ja auch viele tolle Leute ausgebildet inzwischen, Generationenunterschiede, findet ein Wandel statt? Standen Sie damals noch vor Probleme, wo Sie sagen, die gibt es jetzt in der neuen Generation nicht mehr? Oder sagen Sie vielleicht sogar, ach, die sind alle faul und können nichts? Oder? Nee, das sage ich ganz bestimmt. Ich sage, die jungen Leute machen vielleicht einiges besser als wir, weil sie eben tatsächlich sehen, dass Leben nicht nur Arbeit ist, sondern eben auch das Leben links und rechts sehen und ihre Familie sehen und ihre Freunde sehen und sagen, es ist eine Mischung aus allem und es muss irgendwie passen. Und wir waren vielleicht manchmal zu sehr Workaholics und sind ein bisschen durchgeknallt und sind auch nicht immer nur damit die richtigen Leute gewesen oder die klügsten Leute. Ich glaube, ich bin natürlich dann aus der Charité in ein deutlich weniger akademisches Umfeld nach Bochum gegangen und habe da schon mal einen echten Unterschied gesehen. Und dann bin ich aus einer Universitätsklinik in eine super Kinderklinik gegangen, ja, riesige Kinderklinik. Leute mit so viel Herz dabei, mit so viel Therapeuten, so viel Psychologen, riesiges, tolles Kinderzentrum. Aber natürlich nicht Leute, die sagen, ich muss hier Forschung machen, ich muss jetzt hier irgendwie mich unbedingt habilitieren und so weiter. Das heißt, ich bin da nochmal in eine ganz andere Umfeld gegangen, sehe aber, was die für eine tolle Medizin mache und freue mich, dass ich jetzt hier so eine medizinische Fakultät aufbauen kann und beobachte mit großer Freude, dass jetzt die Ersten kommen und sagen, Herr Hammelmann, ich habe es mir überlegt, ich würde mich eigentlich doch gern habilitieren. Können wir mal uns zusammensetzen? Gibt es da vielleicht Ideen? Aber das ist alles sehr viel klinischer, das ist jetzt nicht das Mausmodell. Jetzt kommen aber die ersten Professuren, jetzt ist ein Physiologe berufen, ein Biochemiker, ein Digitalmediziner, eine Gender-Forscherin. Das ist super spannend. Also ich glaube, da geht was. Die jungen Leute werden vielleicht das mehr mit Work-Life-Balance machen. Und ich würde immer noch jedem empfehlen, wenn du die Chance hast, geh ins Ausland, mach einmal im Blog richtig Forschung. Oder such dir auch meinetwegen im Inland eine super Uni, einen super Typen, eine super, super Arbeitsgruppe, wo du einfach mal im Blog Forschung machen kannst. Denn ich glaube, die Klinik ist so demanding geworden. Wir sind so zerrieben in dem klinischen Alltag. Da kannst du nebenbei Forschung nicht mehr richtig gut machen. Okay, ich denke, das waren ganz wichtige Worte, was Sie gesagt haben. Man kann da aus verschiedenen Ecken kommen, eher klinisch interessiert, eher experimentell, laborforschungsorientiert, aber man sollte halt das, was man macht, mit ganzem Herzen machen. Wir sind jetzt in der Zeit schon ein bisschen fortgeschritten. Hendrik,
Wie sieht's aus? Wollen wir zur schnellen Fragerunde übergehen? Also ich würde sagen, wir gönnen uns noch 5 Minuten. Okay. Gibt es etwas in Ihrer Karriere, was Sie, würden Sie sagen, das bereuen Sie oder den Fehler wollen Sie nicht nochmal machen? Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage, ob ich die, wenn ich die wirklich ehrlich beantworte. Ich versuche es mal ein bisschen drumherum zu antworten. Es gibt Momente, wo man sich auf Dinge verlässt oder auf Absprachen und auf Wege, dass man denkt, so geht's jetzt weiter, so haben wir es besprochen, wo man dann bitter enttäuscht wird, weil man sieht, da hat man sich getäuscht, da hat man vielleicht auch nicht mit allen Hindernissen gerechnet, da konnte man sich nicht darauf verlassen und dann ist der Weg eben doch anders geworden. Vielleicht ist das gar nicht im Endeffekt falsch gewesen, dass es auch mal dann ein links oder ein rechts oder auch ein 3 Schritte zurück gab und dass nicht alles immer nur ganz gerade nach vorne ging. Und ich glaube, es ist ja auch ganz gut, mal Enttäuschung zu erleben, die Resilienz zu stärken und zu sehen, dass man selber auch anfällig ist und dass man selber auch empfindlich ist, auch was solche Rückschläge anbelangt. Das stärkt auch den Umgang mit anderen, mit Jüngeren dann, wenn man mit ihnen redet über ihre Karriereplanung. Da eine Verlässlichkeit zu haben, ist absolut wichtig. Und wenn man diese Verlässlichkeit nicht immer empfunden hat, dann tut das sehr, sehr weh. Ja, das ist der Moment, wo man sehr traurig ist, weil man das Gefühl hat, hier sind Absprachen getroffen worden, die dann nicht eingehalten worden sind. Das müssen wir uns vornehmen als Ältere jetzt. Das sollten wir nicht machen, diesen Fehler. Eine Frage aus dem Publikum würde ich auch gern noch an Sie weitergeben. Das ist was viele junge Leute wirklich sehr interessiert. Wenn man allergologisch interessiert ist, wie wählt man den richtigen Facharzt aus? Wir kennen ja alle das, was heißt Problem, dass wir in Deutschland nicht den Allergologen haben, sondern entscheiden müssen, werde ich Pädiater, Pulmologe, Dermatologe oder auch HNO-Arzt. Können Sie da kurz und bündig Tipps geben? Das kann ich natürlich. Also der spannendste Facharzt ist natürlich die Pädiatrie, weil sie die ganze Breite der Allergologie haben. Sie haben alle Organsysteme, sie haben die ganze Entwicklung des Menschen mit Entstehen von Allergien, mit Verschwinden von Allergien. Also wenn Sie breit allergologisch arbeiten wollen, ist die Pädiatrie das Beste. Wenn Sie ein bisschen weniger Dienste machen wollen und ein bisschen mehr Zeit für Forschung, dann werden Sie vielleicht besser doch Dermatologe. Und das ist einfach, ist nicht abfällig gemeint. Ich will die Dermatologen jetzt nicht kränken. Aber die Pädiatrie ist kein kleines Kinderfach, sondern es ist einfach, wir haben eben die Intensivstation, die Neointensiv, wir haben die Aufnahme, die Notaufnahme, wir haben in meiner Klinik gibt es 4 Dreischichtsysteme. Die Leute sind echt ziemlich am Keuchen und das ist nichts, wo man viel Freiraum hat. Also das ist dann schwieriger. Aber ich finde, man kann sich im Grunde jedes Thema nehmen und versuchen wir doch die Allergologie eben weiter interdisziplinär zu behalten. Das wäre mein größter Wunsch, dass wir in diesen Allergiezentren uns wiederfinden, dass wir möglichst miteinander weiterarbeiten und dann auch diese Systemerkrankungen nicht nur als Fachdisziplin sehen. Und das wäre natürlich so schön, wenn wir irgendwann, das schaffen wir auch nicht mehr, Jörg und ich, den Facharzt für Allergologie doch irgendwann mal hätten in Deutschland. Ich glaube, das wäre eine ganz tolle Sache. Ja. Ja, vielen Dank. Tolle Rückfragen. Alle Fragen, die wir jetzt nicht beantworten konnten, haben wir ja schon gesagt, stellen wir Ihnen dann im Nachhinein noch. Mhm. Ein Highlight von unserem ganzen Veranstaltung ist die schnelle Fragerunde, unser Kreuzverhör. Und damit würden wir jetzt anfangen. Wir haben noch ein paar Fragen für Sie vorbereitet. Möglichst kurz und knapp, einfach nur aus dem Bauch heraus, ist auch nichts Schlimmes. Die erste, müssten Sie sich heute entscheiden, Arzt oder Forscher? Arzt. Im Urlaub Handy aus oder ständig für die Arbeit erreichbar? Leider Handy an, ja. Haben Sie selbst Allergien? Nein. Auslandsforschungsaufenthalt, Pflicht oder Bonus? Pflicht. Wissenschaftliche Societies, Fluch oder Segen? Segen. 9-to-5 oder arbeiten bis in die Nacht? Ich persönlich? Ja, ja. Arbeiten in die Nacht. Wenn alles zu viel wird, was ist Ihr Ausgleich? Laufen, Familie, Kochen. Konnten Sie Allergien bei Ihren eigenen Kindern verhindern? Ja, ich habe Immuntherapie bei 3 Kindern gemacht, immerhin. Okay, die letzte, auch nur aus Aktualitätsgründen. Corona-Impfung, ja oder nein? Ja. Das super. Vielen Dank für diese vor allem ehrlichen Antworten. Sie haben vorhin, denke ich, schon viele Tipps an
den Nachwuchs gegeben. Wir würden die später auf unserer Homepage auch nochmal zusammenfassen, aber vielleicht jetzt hier nochmal kurz und knapp die drei wichtigsten Karrieretipps. Was sind die Ihrer Meinung nach? Ja, sucht ihr ein gutes Team, sucht ihr eine gute Umgebung, sucht Leute, die einen wirklich interessieren, die auch interessiert sind an einem selber. Wer Forschung machen will, mach es richtig. Mal im Blog, mal irgendwo richtig Forschung machen und das dann möglichst dann auch aufbauen, da wo man dann auch die Klinik sozusagen sich zum Schwerpunkt macht. Und ich glaube auch, was wir schon gesagt haben, lebe deinen Traum, versuche wirklich, ja, die Ziele dir zu setzen, ruhig auch 3-Jahres-Plan, 5-Jahres-, 10-Jahres-Plan. Wer habilitieren will, muss das auch sagen. Wenn mir einer gegenüber sitzt und eine junge Frau, ein junger Mann, ja, ich weiß nicht so richtig, ob ich habilitieren will, ist die falsche Antwort. Ja, ich will habilitieren, ich möchte das, ja. Einfach mutig sein und nach vorne gucken und auch die Ziele ruhig groß genug haben, ruhig noch viel größer als das, was wir hier erreicht haben. Also ja, ich will die primäre Prävention, das will ich erfinden. Solche Leute kommen auch weiter. Ihr müsst mutig sein. Ja, ja, vielen Dank dafür. Das war für mich auf jeden Fall ein wirklich inspirierender Abend. Das hat mir großen Spaß gemacht. Bevor wir es jetzt abschließen, haben wir noch mal einmal eine kurze Frage an die Leute, die jetzt hier zuschauen und uns bis zum Ende begleitet haben. Und zwar haben wir überlegt, dass vielleicht doch ein bisschen mehr noch netzwerken. Und deshalb würden wir gerne mal eure Meinung wissen, ob Teilnehmerinnen und Teilnehmer Lust hätten, auch mal auf so eine Art Stammtisch online, um sich kennenzulernen, vielleicht auch nach so einem Event sich nochmal auszutauschen. Da interessiert uns die Meinung sehr und die Umfrage haben wir jetzt gestartet. Und dann geben wir auch ab an Christian Schwager, der uns jetzt hinaus begleitet. Genau. Vielen, vielen Dank nochmal, Professor Hamelmann. Auch vielen Dank an die Moderatoren, dass ihr heute so toll moderiert habt. Was ich gerne noch sagen möchte, ist, ich möchte mich nochmal im Namen aller ganz herzlich bei unserem Sponsor ALK bedanken. Und wenn Ihnen, liebe Teilnehmer, das Format gefallen hat, so würden wir uns auch freuen, wenn wir Sie am 17. März beim nächsten Webinar mit Professor Treidel-Hoffmann wiedersehen könnten. Spannend. Außerdem würden wir uns auch noch freuen, wenn Sie an der Evaluation teilnehmen, die gleich im Anschluss an dieses Webinar kommt. Und dann sage ich im Namen aller schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke sehr. Tschüss.